nach einem einfachen Prinzip. Wir haben unsere Aufmerksamkeit. Unsere Aufmerksamkeit, das ist unsere Hauptressource. Unsere Aufmerksamkeit ist immer auf irgendein Thema gerichtet. So, und damit die Aufmerksamkeit jetzt auf dieses Thema gerichtet ist, was brauche ich? Energie. Energie. Ja? Ich brauche Energie. Ich muss jetzt diesen Prozess dementsprechend aufheizen, ja, damit mein Fernrohr, das ich jetzt ausrichte, ja, damit mein Fernrohr dementsprechend mit Energie versorgt wird. Jetzt, wenn ich jetzt zu wenig Energie habe, was passiert jetzt? Wie arbeitet unsere Psyche? Ganz einfach, ich werde abgelenkt auf irgendwas anderes. Ja? Und die meisten Menschen sind abgelenkt auf verschiedene Dinge, auf Probleme, ja, um sich herum, auf irgendwelche, weiß ich nicht, Energiequellen, also wie Radio, Fernseher, ja, und so weiter und so weiter. Ne? Und die Aufmerksamkeit ist dementsprechend zerstreut. Und das ist alles. Eigentlich merke ich das gar nicht so richtig. Klar, ich merke dann irgendwann die Müdigkeit, ich merke dann Erschöpftsein und so weiter. Nur das sind schon die Folgen. Das sind schon die Folgen, das ist schon danach. Davor findet dieser Vorgang statt, dass meine Konzentration auf diesen einen Punkt nicht genügend oder ausreichend hält, dass ich bis zum gewünschten Resultat durchkomme. Was ist mit denen, wenn man jetzt zum Beispiel auf einmal keine Zeit, irgendetwas dazwischen kommt, ist das das Gleiche? Das ist das Gleiche. Zeit ist auch eine Ressource. Zeit ist die zweite Ressource. Zeit ist eine Ressource wie die Energie auch. Und Zeitressource muss ich organisieren können. Und um Zeitressource zu organisieren, brauche ich schon jetzt eine gewisse Priorität, eine gewisse Reihenfolge. Das heißt, ich muss ja wieder nach vorne schauen, ja? Ich muss ja wieder nach vorne schauen und muss ja hier vorne dann dementsprechend die Prioritäten einordnen. Was mache ich jetzt als erstes, was als zweites, was als drittes, was als viertes, was fünftes, was sechstes und so weiter. Ja? Also das heißt, ich schalte mir jetzt eine Rangordnung. Ja? So, und dadurch gehe ich dann ganz locker vor. Ja? Und wenn ich dann dementsprechend dieses also schön überschauen kann, ja, dann kann ich mir ganz anders also den Prozess aufteilen. Somit habe ich die Ressource meines Könnens, ja, und habe auch die Ressource der Zeit, um dieses zu erfüllen. Ne? Weil jeder Prozess braucht ja seine Zeit. So, und das Hauptthema ist Energie. So, und wir haben jetzt in der Stufe 1 uns angeschaut, was alles Energie raubt, also welche Einflüsse von außen stattfinden, auf uns einwirken, die uns jetzt Energie rauben. Und was ist jetzt in uns drin, ja? Warum wir innen drin auch noch sagen wir, einen Energiemangel haben. Ja? Nur weil wir jetzt selber bis jetzt noch gar nicht also an diese Kräfte, was die zentrale Ströme angeht, ja? Dass wir die Kräfte der zentralen Ströme nicht kennen. Ja? Wir wissen, wir haben jetzt ein Bewusstsein, wir haben das Unbewusste. Von außen kommen an uns sehr viele Signale ran und in der Tiefe unserer Psyche liegen jetzt unsere zentrale Ströme. Und die zentrale Ströme als Basis, ja, als Basis, ergeben dann, also als Mix, als Balance, das haben wir ja auch gelernt, also haben wir auch also geprüft, wenn wir in den Etalonzustand gehen, ja, wenn wir in einen Moment gehen, wo wir in der Balance waren, in der Mitte waren, habe ich ja ganz andere Ausgangspositionen. Ich habe sowohl und die Kraft und sowohl auch die Klarheit. Ja, ich kann dann dementsprechend ganz anders die Situation einwirken, ganz anders die Situation einschätzen. Ne? So, das heißt, der Mix meiner zentralen Ströme ergibt dann der Rest, wie ich dann dementsprechend meine Aufmerksamkeit schalte. Ja, auf was ich meine Aufmerksamkeit richte. Und meine Aufmerksamkeit ist die teuerste Ressource, die ich habe. Die teuerste Ressource, die ich habe. Für mich. Die teuerste und für mich die wichtigste. Weil wo die Aufmerksamkeit ist, dort ist auch die Energie. Wenn jetzt die Aufmerksamkeit zerstreut ist auf verschiedene Dinge, ja, dann ist auch meine Energie auch dementsprechend zerstreut. Wenn ich jetzt immer sage, du hast jetzt einen Energiehaushalt, hast du jetzt 100%, ja,
Dann ist die Frage, wie diese 100% verwaltet werden. Nur sagen wir, für 24 Stunden, ja, 24 Stunden, ja, bekommst du jetzt 100% Energie. Und diese 100% Energie werden dann verteilt. So, jetzt kommt noch ein wesentlicher Faktor hinzu, den wir jetzt auch in der Stufe 1 gelernt haben. Ja, es gibt ja, wenn viele Menschen zusammenkommen und wenn diese Menschen sich um die eine Idee vereinen, entsteht ein Egregor. Und du bist selber in den egregialen Zyklen drin gewesen und hast jetzt irgendwie dein Leben bis jetzt irgendwie organisiert. Auf Basis dessen, deren Programme, die jetzt in dich hereingekommen sind, wie auch immer. Nur, jetzt haben wir das erkannt, haben wir gesagt, okay, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Die Kuh vom Eis, indem wir jetzt einfach unser Unterbewusstsein schützen. Ja? Wir haben eine Feuerwall draufgepackt. Und durch die Feuerwall haben wir ein Filtersystem geschaffen, dass jetzt nur das reinkommt, was ich will. Und das ist ganz interessant. Und jetzt wird es interessant. Ja, das ist interessant. Das heißt, in mich kommt jetzt rein, was ich will. Bewegen tue ich mich immer nur durch dieses Prinzip, oder? Was wir unten haben, durch den Mann. Das heißt, ich habe eine Schwelle und hier gibt es ich will. Und das Gegenteil von ich will ist ich muss. Ja, das Gegenteil. No. Ich will ist. Ja? Und das Gegenteil des Pardon ist, ich muss. So, welche Emotionen entstehen jetzt in diesem Ich muss? Also aus was entsteht Ich muss? Also haben wir Angst, oder? Angst, dann können wir hier oben Sorgen, ja? Sorgen erzeugt Angst. So, dann haben wir Schuld, oder? Schuldgefühle, ja? Was haben wir noch? Ein Druck muss. Wertlos, ne? Wertlos. Wertlos. Unfähig. Unfähig und so weiter. Also eine ganze Palette, die jetzt hier steht. Also das heißt, also durch das Muss werde ich muss. Warum? Weil ich von diesen Dingen wegkommen will. Oder? Also man nennt ihn in der Fachsprache von weg. Also ich laufe von weg, ich laufe von diesen Dingen, also von diesen negativen Emotionen, will ich weglaufen. Und die bewegen mich nach vorne. Deswegen muss ich, oder? Nur ich muss jetzt arbeiten gehen, damit ich meine Raten bezahle. Ja? Warum will ich die Raten bezahlen? Weil man mir das Häuschen wegnimmt oder das Auto wegnimmt oder. Ja? So, ich muss. So, was löst das Ich will aus? Freude. Freude. Wir machen es einfach der Steigerung, Ekstase. Dann haben wir Glück. Ja, und dann haben wir Orgasmus. Ja, so von der Steigerungspalette. Ja, so. Und was bewegt mich hier? Nennt man das hin zu. Ja? Das heißt, ich will ja, zu diesem kommen. Wenn ich von dem weg will, dann will ich zu dem jetzt was kommen. Das ist nachvollziehbar. So. Jetzt ist es ja so gewesen, dass in dem Moment, wo wir noch in diesem Kreislauf drin waren, in diesen Kreisläufen, ja, und wer von Ihnen schon, sage ich mal, also finanzielle Ressourcen genügend hat oder hatte, wie auch immer, ja, der konnte dann sehr rasch Folgendes feststellen. Ja? Also ich habe irgendein Verlangen, ich hole mir irgendein, also der Protokoll wird aktiviert, ich tue jetzt etwas kaufen, erwerben, erschaffen. So, kommt eine Befriedigung. Ja,
Aber das ist wirklich dann eine Befriedigung. Das, was du erreicht hast, deine Ziele, die du erreicht hast, wie lange haben sie dich mit Freude versorgt? Sofort neues Ziel, neues Projekt, neue Aufgabe. So, die haben dir sehr rasch, ja, wieder einen Mangel beschert. Das heißt, Freude hast du dort nicht. Nachvollziehbar. Das heißt, du kannst vieles haben, aber das, was du hast, tut dich mit Freude nicht mehr zünden. Also, wenn man es jetzt gerade in der Finanzsprache sagt, also die Rendite der Freude ist im Keller. Ja? Mit dem Alter. Es wird immer problematischer, richtige Freude wieder zu haben. Ja. Ja. Das Problem kenne ich. Das Problem heißt, wollen zu wollen. Ja? Und deswegen sitzt du ja auch hier in diesem Raum und nicht irgendwo auf einem anderen Seminar. Ja, weil hier haben wir zum Glück, also verstehen wir diese Prozesse und wissen wir, wie man die jetzt organisiert. Ja, wie man dieses Feuer wieder in sich organisiert. Und jetzt diese Stufe, die wir jetzt schon machen, die geht in diese Hauptrichtung. Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, ich arbeite immer in diesem Kreislauf. Immer. Nur, jetzt kann ich in diesem Kreislauf völlig was anderes machen. Schau mal, wenn ich jetzt hergehe und ich habe jetzt ein also ich stehe jetzt hier in meinem Leben und habe ein Ziel hier vorne. Ja? Habe ein Ziel. Was ist dein Ziel überhaupt? Das ist ein riesiges Thema. Ja? Mache ich jetzt schon fast 30 Jahren und habe festgestellt, da draußen gibt es wenig Wissen, wirklich wenig Wissen über das, was ist Ziel überhaupt. Was ist ein Ziel? Da, wo ich hin möchte. Ja? Das heißt also, schon mal gut, das ist schon mal, also da gibt es ja wo, ne? Ist schon mal gut. Und wo löst was aus? Was brauche ich? Wenn ich jetzt Folgendes sage, also von dem jetzt aus gesehen, also von dem aus gesehen habe ich ja jetzt 360 Grad, oder? Und dieses Wo ist ja nichts anderes wie die nächste Koordinate, oder? Im Zeitraumkontinuum, oder? Das heißt, im Zeitraumkontinuum irgendwo wird jetzt eine Koordinate hingestellt. So. Und dort gibt es, also ich bin hier und hier gibt es mich in der Zukunft. Also eine Projektion von mir. Ne? Eine Projektion von mir, die jetzt was hat. Oder? Das, oder? Normalerweise das, was ich jetzt nicht habe. Moment. Ja? Das hat. Ja? Das heißt, ich dort in der Zukunft habe das, oder? Ja? Nun, hier vorne. So, das heißt. So, machen wir jetzt einen Vergleich. Also hier, mega Freude. Also das heißt, ich hier in dieser Koordinate in der Zukunft, ja, habe dementsprechend mega Freude. Dann aus dieser Sicht heraus, hier habe ich, was? Mangel. Bingo.